Ja, den Jubel habe ich auch wahrgenommen. Am Ende ist es Levi einfach unglaublich ehrgeizig und will natürlich am liebsten jeden Ball haben auf dem Feld. Das ist auch legitim und ist auch gut so. Ich mag das, wenn er seine Meinung äußert. Wir haben immer wieder einen Austausch auch über diese Themen, dass er maximal glücklich und zufrieden ist auf dem Feld, um Tore zu schießen, Vorlagen zu haben, Aktionen zu haben. Wir haben natürlich auch ja, jetzt mit Serge, mit King, der jetzt mehr getroffen hat, Serge, der mehr getroffen hat letztes Jahr. Sprich, wir haben auch einfach ein paar andere, die sehr gut drauf sind. Das gehört auch dazu. Wir wissen, dass wir uns auf Levi immer verlassen können und das ist immer ein großes Pfund, was man in der Hinterhand hat. Wenn vielleicht mal Serge dann nicht trifft, ja, wissen wir, Levi wird immer treffen. Und wenn das on top kommt, dass andere noch dazu treffen, dann schießen wir 52 Tore nach 16 Spieltagen. Da freuen wir uns alle drüber. Ja, ich glaube, es ist ganz normal, dass man auch mal Phasen hat, wo man nicht 100% zufrieden ist mit, ja, mit vielleicht gewissen Abläufen oder auch mit gewissen Momenten auf dem Feld. Es ist schon so natürlich, dass die Verteidiger sich extrem auf ihn einschießen und dann mit 2-3 Spielern ihn verteidigen. Dann hat er manchmal 20 Minuten keinen Ball. Dann kriegt er auf einmal 3 in kurzer Frequenz und dann ist so ein bisschen der Rhythmus weg. Wir versuchen ihn da immer wieder auch Bälle zu geben, dass er einfach diesen Rhythmus behält und die Aktion, die er auch braucht, Zweikämpfe, so Duelle im Rücken zum Tor, das liebt er einfach. Und da versuchen wir ihn schon immer in diese Duelle auch zu bringen und mit den nötigen Flanken zu füttern. Und ja, am Ende ist mir wichtig, dass er dann die Tore macht, ob der jetzt, wir haben es einen X-Jubel macht oder gar keinen Jubel, das kann er selber entscheiden. Am Ende ist es schön, dass er trifft und wie gesagt, ich habe auch mal alle Statistiken so ein bisschen verglichen zum letzten Jahr. Da ist er in den meisten Statistiken, Tore hat er, glaube ich, 21 gehabt zum selben Zeitpunkt, Vorlagen 4 mehr, Abschlüsse in der Box und viele andere Statistiken sind alle nach oben geschraubt. Er hat mehr Situationen im 16er, hat mehr Situationen um den 16er. Also ist alles in bester Ordnung. Trotzdem nochmal, ist ganz normal, er ist ein Mensch und auch Menschen sind manchmal ein bisschen unzufriedener, weil er einfach extrem ehrgeizig ist und das ist auch gut so.